Hallöchen. Es ist kurz nach 10 und ich bin wieder zu Hause. Nicht mein Tag heute. Mir fällt an, ich bin nicht wirklich gesund. Zu den Halsschmerzen kam es auch noch Kopfschmerzen und auf Arbeit Schüttelfrost. Und dann bin ich da 2 Stunden länger gegangen. Hatte keinen Sinn. Und zu einem Unglück hatte ich einmal mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Da kam eine Fahrkartenkontrolle. Sie muss innerhalb einer Woche meinen Fahrausweis nachreichen, damit ich statt 60 Euro nur 7 Euro bezahlen muss. Yay! So ein Dreck. Ich habe mich jetzt hier in meinem Bettzeug im Wohnzimmer hingelegt, obwohl es hier gerade sehr warm ist, muss ich sagen. Lassen wir das kühler. Gut. Vielleicht ziehe ich einmal um. Bis die Sonne hier nicht mehr reinknallt. Es ist nämlich sehr warm draußen. Und wie ist das gerade nichts für mich mit der Wärme? Ja, wahrscheinlich ziehe ich nochmal ins Schlafzimmer. Ich werde dann lesen. Wenn ich einschlafe, schlafe ich ein, ist egal. Die Nacht war eh schrecklich. Immer wieder wach. Von 2 bis 3 war ich komplett wach. Na gut. Ich melde mich später. Ja, guten Morgen, Diablo. Hä? Ja, guten Morgen, Mia. Kann man ja bald verkaufen, Katzenkartons. Aha, na klar. So, da sind wir wieder. Ich hatte erstmal hin und her wissen. So, Betty hat gesagt, ich soll was sagen. Ja, weil ich nicht reden kann. Natürlich kannst du reden. Sie weigert sich wieder mal ein bisschen. Klar. Schwächelt ein wenig rum. Hm. Ist halt am liebsten zu Hause, ne? Nicht wahr? Gar nicht. Klar. Hm. Na, wie war dein Tag? Bescheiden. Oh. Weißt du besser wie meiner? Hm. Weiß ich nicht, wie deiner war, aber zickig hast du gesagt. Zickenkrieg. Zickenkrieg auf Arbeit. Es gibt nichts Schöneres. Voller Elan auf Arbeit zu kommen und nach 5 Minuten wird alles zerstört. Für sage und schreibe 8 Stunden. Naja, nicht ganz so 6 Stunden, 5,5. Dann hauen die Weiber alle ab und dann habe ich mich so 1 Stunde, 1,5 oder 2 Ruhe. Yay. Besser 2 Uhr. Ja, so in etwa. Ach, das ist so schön entspannt. Man macht seine Musik an, kann die ein bisschen lauter machen und kann hintereinander wegarbeiten. Yay. Und kein hast du gesehen? Oh, was ist denn da wieder? Ich könnte die Arsch schlagen. Ja. Oh Mann. Ganz, ganz toll ist das, ne? Ach, Fenster auf. Oh nein, es zieht. Mach mal zu. Oh, jetzt ist mir aber warm. Nee, oder? Oh, doch. Furchtbar. Nein. Ja, ja. Mach mal jemand anders das Fenster auf. Ach nee, mach mal die Tür zu. Das zieht hier hinten. Das ist, ist herrlich. Es ist... Oh, ja. Was soll man dazu sagen? Weißt du? Frauen halt. Hallo? Ja. Moment mal. Nee. Ohne Worte, ohne Worte. Ja, was wolltest du sagen? Ja, ja. Ja. War ich auch so schlimm? Nee, ne? Weiß ich nicht, manchmal. Oh. Sag ja, unter Frauen halt. Ja. Naja. Wie geht's euch so? Genau, wie geht's euch so? Habt ihr morgen auch alle wieder ein Teammeeting? Oder heute, wenn ihr schaut? Ich ne? weiß nicht mehr, wann das Video online geht. Weil ich du weißt nicht mal, wann das Video online geht. Ich fühle mich nicht so gut gerade. Nö, ja, aber das macht doch der PC alleine. Ja. Du musst dich ja nur ransetzen. Bist du schon mal mit dem Popo zu Hause? Ja, ich habe seit gestern keinen Rechner angehabt. Na, selber schuld. Heute geht es mir schon ein bisschen besser als gestern, aber... Ja. Nicht wirklich prima. Gestern war lustig. Ha. Für Außenstehende. Sehr witzig. Es gab... Lustige Aktivitäten, nennen wir es mal ja, so. Klar. Ja, ganz lustig. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte darauf verzichten können. Aber du hast für Stimmung gesorgt im Haus. Wieso okay, im Haus? Okay, in der Wohnung. Ich wollte gerade sagen, hallo?
Obwohl, die anderen wissen es doch schon, oder? Nein, wissen sie natürlich nicht. Naja, vielleicht verrät es ja, aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Das ist nicht so ganz toll. Nein? Nein. Aber wahnsinnig lustig und man sieht müde aus. Liegt vielleicht daran, dass ich müde bin. Es ist ja schon 23 Uhr. Oh, 23 Uhr und um 4 Uhr kräht der Hahn. Das nein, der Kater. Nein, der kommt erst um 5. Ach, der meiste kommt um 5? Vielleicht kommt er halb 5 heute. Mhm. Mal gucken. Ja, nein, um 7 geht's los und dann duschen, Kaffee. Ja. Aber nur ohne noch einen. Ja, ja. Nur noch einen auf Arbeit trinke ich auch keinen mehr. Ach nee, keiner bitte mehr. Ich keinen Kaffee. Ja. Ist nicht so gut gerade. Oh. Ich will Pfefferminztee. Naja. Ist besser. Pfefferminztee. Ja. Oh. Und Nudelsüppchen. Ah, Nudelsüppchen. Und Salzstangen. Ach, und das noch. Genau, wie war das? Was sollte ich mitbringen? Grüne Salzstangen und einen braunen Apfel? Das ist doof. Hm? Ja, ja. Ja, klar. So ähnlich, ne? Ja, da fragt man sich doch, was will die? Das hab was ich gar nicht hat so sie? Nein, hat sie nicht. Sie hat nur gesagt, soll einen Apfel mitbringen. Einen grünen Apfel und Salzstangen. Ja. Ich habe da mal eben grüne Salzstangen und einen braunen Apfel draus gemacht. Ja. Du hast der grüne Apfel, das war nicht so gut war. Ich, du wolltest ihn haben, hast ja, ihn bekommen. Normalerweise hat das auch wunderbar funktioniert. Eben, vielleicht hätte ich die grünen Salzstangen mitbringen sollen. Mit Wasabi-Umhüllung. Nee, dann ist das wahrscheinlich eher dieses Mate-Zeug. Nein, mit Wasabi. Ja. Mate. Da kannst du ja auch keine, da kannst ja die Dinge auch einen Tee Matcha, trinken. Matcha, Mate, wie hieß es? Matcha hieß das Zeug, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall wieder was nicht. Was ihr alle eklig fand und ich lecker finde. Oh, ich habe was für ein grünes Getränk dazu. Boah. Ja, super. Aber das kann ich erst betrinken, wenn ich was schmecke. Ja, das müsst ihr euch so vorstellen. Macht mal WhatsApp auf und sucht mal nach einem grünen Smiley. Ja. So schmeckt das Zeug. Gar nicht. Doch. Das grüne Getränk wissen wir noch nicht. Das hab ich noch nicht probiert. Und ich habe heute Gemüse gegessen. Gemüsereis auf Arbeit. Ja, hab noch einen Hund vor 2 Wochen. Da stand drauf, wir haben es aus der Kühltheke geholt. Also frische Kühltheke, nicht Tiefkühltheke. Ich habe den Mist einfach mal eingefroren. Dachte, naja, mal gucken. Gemüse ist ja immer so ein bisschen zickig, ne? Dass wenn es auftaust, wie auch immer, es sind immer alle pssst, Matsch. War das nicht eh eingefroren? Nee, das war nicht eingefroren. Nicht? Nein, okay. Deswegen. Naja, hab sie, wie gesagt, den Tiefkühler gehauen und alles gut. Also lag dann so summa summarum bestimmt 5 Stunden auf Arbeit, war dann schon aufgetaut. Und dann ab in die Mikrowelle 6 Minuten. Das Zeug war lecker. Oh, erstaunlicherweise. Also ich habe mich selber erschrocken. Ich habe freiwillig Gemüse gegessen. und muss man noch zugeben, das hat auch noch ja, hat es, ne? Ja. War nicht nur irgendwie so. Reis ohne alles, Gemüse ohne Würzung, ohne alles und so. Oh, ich bin vegan, das schmeckt lecker. Nein, da war keine Soße. Hätte ja sein können. Nein, hat doch wieder viel zu viele Kalorien. Was du wieder erzählst. Ich sag jetzt, was wird ja aus Soße machen? Ach, Soße, na klar. Blattsalat mit Soße. Für die Mikrowelle. Oh Gott. Nein, natürlich nicht. Er macht jetzt schon wieder wahnsinnig. Wer macht denn hier wen wahnsinnig? Du mich. Nein, mach ich nicht. Ich bin eh schon so fertig. Du bist fertig, du machst mich fertig. Oh, ich leide so. Ja. Oh, mach meine Hühnersuppe warm. Aber ich habe die vorher selber gekocht. Ja, super. Also hier keine Küche, mach ihr die warm. Bin ja nicht so, tu nur mal so. Ein Löffel, oh, ich bin gar nicht mal mehr. Aber ja, vielleicht 3 Löffel. Ich hätte mal die Schüssel fotografieren sollen. Von vorher nachher. Also wirklich der Unterschied war nicht wirklich so sehen. Nein. Ich hätte noch ein bisschen nicht. Mehr Hunger, aber. Ja, dachte so. Ja. Ja. War aber nicht. Aber ist zumindest mehr gegessen als gestern. Hm? Naja. Ja. Wohl eher trinken, oder? Essen kann man das ja wohl nicht nennen, die Suppe. Salzstangen und Butterkeks. Salzstangen und Butterkeks. Ganz toll. Ja, mehr als gestern. Mit Butter. Hm. Kräuterbutter? Auf dem Butterkeks. Auf dem Butterkeks, ja, genau. Aber da kann man einen guten Teller drauf machen. Siehst du, fängst du mit Erdnussbutter an oder sowas, ne? Ich war auch noch da, aber. Thunfischcreme. Ja, da schmeckt das auch gut. Habe ich schon mal gemacht, glaube ich. Bäh. Bäh, Schoboba. Nee, muss nicht sein. Nein, aber ich schmeckt nein, leider nein, nichts, nein, ist das Problem. Nein, nein, nein. Gar nichts. Nee, Gott sei Dank. Was, Gott sei Dank? Da kann man drauf schmieren, was man will. Dann
Deswegen hat Betty auch gekocht. Wahnsinn. Schmeckt sowieso nichts. Witzig. Oh, war die lecker, ne? Du bist doof. Nein, bin ich nicht. Was machst du überhaupt da? Man sieht dich überhaupt nicht. Sieht man nicht. Wen hast du denn da unter dir versteckt? Elmo ist da. Ach, Elmo. Elmar. Die olle Elmo. Mhm. Ja. Naja. Jetzt schläft sie schon wieder. Hier noch mal, komm. Ja, je doch. Nicht lustig. Und jetzt killern? Nein, nein, bitte, bitte nicht. Bitte nicht, bitte, bitte. Ich bin sehr geschwächt. Bitte, bitte. Oh, den habe ich mehr Chancen. Als wenn du vorher keine Chance kannst hättest. Kannst du dich nicht so wehren. Ja, toll. Das hat auch keine Chance. Oh, und heute hat mich meine Lieblingsfreundin an Hand genommen. Ja. Und nach Hause gebracht. Auf nach Hause. Die hat mich nach Hause gebracht. Bis nach oben zu mir. Hat mir den Schuss gesagt und ist dann runtergegangen zu Mama. Ja. Voll süß. Ja. Ja. Zwergnase. Kaum aus dem Bus ausgestiegen. Hallo, Daniel. Puff, ran an den Hand. Okay, hast verloren. Ja, und die lässt es auch nicht mehr los. Keine Chance. Aber die ist süß. Ja, und dann erzählt sie mal, was es Schönes gibt. Und wir haben Weihnachtslieder gesungen unterwegs. Da hat ja zu Ostern keine Lieder gibt und sie die tolle Erkenntnis klar hatte. Klar gibt es Lieder zu Ostern. Sei doch mal ruhig jetzt, Mick, ich kenne kein Osterlied. Stupst der kleine Osterlied. Nein, sei ruhig, den kennt jetzt keiner. Also es wird kaum einen geben, der Osterlieder kennt. Also, die Kleine ist ja pfiffig, sagte, Mensch, ich kenne nur Weihnachtslieder. Nach Weihnachten, was kommt da? Ostern. Also singe ich schon mal ein Weihnachtslied. Haben wir ein bisschen Jingle Bell gesungen unterwegs. Mit ihr Jingle Bells? Ja, sie hat angefangen. Echt jetzt? Ja. Wie alt ist sie? 4, 5? Ja, 4. 4 noch, ne? Ja, sie ist noch 4. Wird 5. Verrückt. Ja. Hm. Ja, die ist knuffig, die Kleine. Ja. Ja. Die ist echt süß. Ja. Ich und Kinder. Oh. Ja. Furchtbar. Hm. Immer bei mir. Häufig. Ja. Weiß gar nicht warum. Ausnahme steht in die Regel. Ausnahme? Mhm. Ich bin eine Ausnahme? Nein, nein. Nicht alle. Aber ich habe auch nicht meine Regel. Nein, eigentlich alle Kinder wollen zu dir, würde ich damit sagen. Ich auch nicht zu denen. Lassen wir einfach mal so einen Raum stehen. Jo. Ja. Gut, dann deckt euch zu, die Nacht wird kalt. Oh Gott. Entschuldigung. Deckt euch zu, die Nacht wird kalt. Ich komm. Bin zugedeckt. Ey. So. Noch ein bisschen. Lass den Quatsch. So hast dich doch zudecken. Ja, bin ich doch. Bist du nicht? Klar. Bist über die Nase. Nein. Pass auf. Ach, okay. Über die Kamera ist das schwierig zu treffen. Ja, lass das doch einfach. Und. Nicht lustig. Müsste treffen. Und? Fantastisch. Ja. Gut, in diesem Sinne, ne? Bis morgen. Bis morgen. Euch, eine, euch vielleicht euch, gleich. Euch gleich und gute Nacht. Und je nachdem, wann ihr euch das anschaut, ne? Weil ihr es gehört habt. Bettys und Daniels Bettgeschichten. Bettgeflüster. Na dann, bis bald. Ist er. Ja, ist er. Boah. Was macht diese Katze da? Kann doch nicht wahr sein. Hauptsache, sie schmeißt alles nicht um. Ui. Ist klar. Was hast du jetzt gefunden? Mann, 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 Mann. Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen. Welche Dicke ist da hinten gefallen? Keine Ahnung. Ach je. So ist doch schon besser. Und? Noch höher?
haben ja keine Kratzblume, ne? Muss man sich mit dieser Platte begnügen, ab und zu mal an den großen Stamm kratzen, weil wir ja keine Kratzbäume haben. Ja. Guten Tag heißt das. Guten Tag, Honey. Ich kann das nicht so, dass wir beide zusammen machen. Du kannst das nicht. Komm, du kannst das viel besser halten. Nein, kann ich nicht. Oh, du muffelst. Na? Oh. Ich krieg gar nichts. Alte Frau. Uff. Gar nicht. Nach diesem Vigvaporum ja, ekligen Zeug. Ja, wie alte Schlüpfer. Ich krieg überhaupt nichts. Gar nichts. Nein, aber ich umso mehr. Wieso müssen andere unter dir mal leiden? Oh, armes ja. Kerlchen. Ich riech gar nichts. So. Ich riech wirklich nichts. Das macht alles frei. Bei mir nicht. Nase frei, Rachen frei. Schön wär's. Sofort. Brech ich die Unterhosen. Das Zeug knallt durch. Komisches Zeug, was du da hast. Ja, wie Quaporup ist mir lieber, das ist so ähnliches Dings. Finster. Ja, da riecht man wenigstens was, bei dem rieche ich nichts. Das sieht jetzt so aus, als wenn ich Muskeln hätte. Oh je. Das sieht wahrscheinlich ja nur so aus. Das ist eigentlich gar nicht so. Eigentlich habe ich ganz dünne Ärmchen, so wie du. Ja? Ich enthalte mich jetzt irgendeine Aussage. Aha. Wir bekommen morgen einen Feriengast. Ein Feriengast? Aber wir sagen noch nicht wen. Das müsst ihr morgen selber sehen. Das wird spannend. Ja, dazu müssen wir, egal, ja. Was? Dazu müssen wir erstmal vor die Linse kriegen. Kriegt schon. Oh, du musst uns mal kurz festhalten, eben was trinken. Wir beobachten Betty, wie sie was trinkt. Sehr witzig. Betty trinkt Wasser. Ja, freiwillig. Ja, nachts immer. Nun komm, weiter, weiter auf Ex. Ich überhalte dich. Komm, schluck. Nein. Was ist los? Auch mit dem Quatsch. Wasser. Oh, werf mir. Du magst Wasser. Ich mag kein Wasser, nur du nachts. Du magst Wasser. Weil ich die Hände geputzt habe. Du kannst dich jetzt auch wieder filmen. Ja, wenn du noch weiter rüber rückst, dann wird das gar nichts. Dann kriegt man uns bei der gar nicht rauf. Ach, verstehst du? Du bist immer so anstrengend. Ich bin anstrengend. Das kann gar nicht sein. Ich bin anstrengend. Da haben wir hier mal ein bisschen Gesundheit übrig. Wenn du wissen willst, was anstrengend ist, dann komm mal zu mir auf Arbeit. Das hast du wirklich schon gesagt. Das reicht, ja. Wird von Tag zu Tag schlimmer. Aber morgen ist ja Freitag. Nee, morgen ist Donnerstag. Morgen ist Freitag. Donnerstag. Weil danach muss man nämlich nicht mehr arbeiten, also ist morgen Freitag. Nee, morgen ist Donnerstag. Der andere Freitag. Grün Donnerstag. Grüner Donnerstag, ist klar. Schwarzer Freitag oder was? Ich habe meinen Osterkalender nicht weiter aufgemacht. Oh, was hast du, Osterkalender? Nicht weiter aufgemacht. Das ist eh nur Schoki. Bei Schoki ist der gerade nicht so praktisch, glaube ich, wenn ich jetzt so ein bisschen kränkel. Ja. Aber 3 Liter Cola trinken. 1,5. Ja. Das geht jetzt heute endlich wieder. Ach, sehr schön. Ja, ich schmecke zwar kein bisschen, aber es passt schon. Koffein? Ja, genau. Ja. Dass nicht wieder Kopfschmerzen kommen. Nicht. Ja. Das wäre ganz doof. Doofe Kopfschmerzen. Ja. Ich bekomme doch einfach mal gute Kopfschmerzen. Es gibt keine guten Kopfschmerzen. Sicher? Migräne vielleicht. Das hatten wir doch erst. Macht Spaß. Das war nicht lustig. Nicht? Nein. Und was kränkelst du jetzt überhaupt noch rum? Bitte was? Was für eine Ausrede hast du jetzt? Na, ich bin ja wohl noch krank. Aber warum? Das weiß ich doch nicht, warum. Was hast du denn überhaupt? Erkältung. Erkältung ist klar. Ganz fiese. Alle rennen über Bruderschatz draußen rum und Betty macht ihr noch Verkettung. Ich bin doch nicht. Ja, von wegen. Ich bin über ein Jahr nicht mehr krank. Von wegen? Soll ich die Tage mal aufzählen, wo du zu Hause warst? Nicht wegen Erkältung. Ist egal, wegen was. Nee. Ob du nur im Kreis läufst oder... Ja, weiß ich nicht. Nee. Ja, furchtbar. Was anderes. Ja, da ist man nicht ganz so schlimm. Ist erfinderisch. Du bist blöd, bist du. Nicht? Hauptsache, ich kann die Nacht nicht mal durchschlafen. Na, dann würde ich hoffen. Die letzten Nächte waren grausam. Schließlich musst du morgen noch ein paar Vorbereitungen machen. Ja, ich weiß. Kuchen backen? Was? Kuchen backen? Na, warum denn nicht? Nee. Ich freue mich immer über Kuchen. Ja, schön, aber nicht morgen. Nicht? Nein. Kein Kuchen morgen? Erstens habe ich keine Zutaten dafür. Na klar, wir haben alles da. Wir haben gekochte Eier da, wir haben Mehl da, wir haben Zucker da. Wir haben noch Milch da. Du redest Quatsch. Nein, haben wir wirklich alles da. Ich glaube, so XL Hühnereier haben wir auch noch da. Gibt keinen Kuchen morgen. Kein Kuchen? Dafür bin ich garantiert nicht fit genug. Nicht? Nein. Was gibt's denn dann morgen? Hä? Na,
auch was zu essen. Buffet. Ich, wir kriegen Besuch. Ja, das ist doch nochmal was einfallen. Auf, ja, aber sicher. Aus Dankbarkeit. Mhm. Irgendwas wechselst du da gerade. Nein. Du machst wieder alles verkehrt. Nein. Du bist so egoistisch. Nein. Hm. Ja, wisst ihr, ich soll die Kamera halten, ja, und du machst ihn so. Ich leide ja auch immer noch. Du leidest. Ja. Das interessiert ihn einfach überhaupt nicht. Ich gebe dir gleich mal einen Grund zum Leiden. Nix. Moment. Nix. Moment, lass mal gucken. Nein. Irgendwas zum. Warum denn nicht? Nein. Wie sagst du mich schon immer? Du musst mir jetzt nicht. Oh, nochmal die Finger weg. Nochmal die Finger weg. Mann. Nano, geh weg. Mach die Kamera aus. Gute Nacht. Mann. Ist echt nicht schön. Ja, von wegen. Komm hier, komm hier, komm hier. Schön ins Ohr. Komm, komm, komm. Du magst das. Ja. Wo bist du denn? Weg. Geh weg. Nächste, kriege ich nur wieder Husten von dir. Na, wenn du den Haar runterschluckst, dann verrennt der Kinder. Gute Nacht. Jetzt schon? Ja. Mhm. Nicht so dicht, ich sehe scheiße aus. Das Auge geht. Mir nicht. Nicht doch, bitte. Ja, na denn. Wünsche euch auch eine gute Nacht. Betty will auf ihn nicht mehr. Keine Ahnung warum, wer weiß, was die wieder hat. Was? Ja. Was denn? Naja, wenn man die ganze Nacht nicht schläft, ist man natürlich wieder müde. Oh, kann ich ja nichts für. Jetzt red doch mal wieder normal, Mensch. Du sollst ja normal reden. Nein, du so. Ja, Entschuldigung. Oh, jetzt, was ich überhaupt wieder reden kann. Ich leide, ja. Zu meinem Leid. Hallo? Soll ich normal reden, dann soll ich wieder nicht reden, kann ich mich entscheiden. Aber nicht reden ist gut, das ist erholsam. Hm. Oh, still. Machst du irgendwie lustig über mich, das ist auch nicht gut. Aber nur, wenn du nicht redest, ne? Nee, wenn ich rumkrächze. Ja. Wie gestern. Mach mal nochmal. Nein. Mach die Krähe, los. Was ist eine Krähe? Machst lieber das Fröschchen? Quakst einen voll? Ja, mach das. Und dann machst du heute die kleine Ziege. Mecker, 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 mecker. Oh. Sag doch mal. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Ach, du machst das Entchen. Schnarch, schnarch, schnarch. Hm? Ja, was gibt's noch für lustige Tiere? Das glaubt ja kein Mensch. Gut, also in diesem Sinne, schlaft gut, erholt euch und lasst euch lustige Tiernamen für Betty einfallen. Sehr witzig. Na denn, gute Nacht. Gute Nacht.